erzählt von den Einern, von den ersten neun Zeichen, der 22. Und wollen jetzt mal den Übergang zum 10. Zeichen schaffen. Damit haben wir dann auch alle drei Zeichen beisammen, aus denen der vierbuchstabige oder vier Zeichen habende Gottesname, das Tetragrammaton, besteht. Yod-Heh, Vav-Heh. Denn dieser 10. Buchstabe, dieses 10. Zeichen ist eben das J. Und mal schauen, vielleicht können wir noch ein bisschen auf diesen Gottesnamen eingehen, auch wenn natürlich nur ein bisschen an der Oberfläche gekratzt werden kann in diesem Rahmen. Aber mal schauen, wo der Monolog hinführen wird. Der kurze Blick auf das J erstmal. 10. Buchstabe, Zahlenwert 10. Das Wort J ist auf den ersten Blick leicht erkennbar als mit dem Wort für die Hand Yad, Yad, eng verbunden. Und in der Tat ist es eben das. In der Tat genau der richtige Begriff. Hier beginnt langsam die Welt der Tat. Oder sagen wir, hier ist der Übergang zur Welt der Tat. Erst im nächsten Zeichen, der Kaf, der 20, beginnt tatsächlich die handelnde Hand. Jetzt sind wir noch bei dieser Hand von J. Die J ist einfach die Hand an sich, ganz allgemein, ohne nähere Bestimmung. Und dieses J hat auch in vielerlei anderer Hinsicht seine Besonderheiten. Es ist das kleinste Zeichen von den 22. Es ist gewissermaßen der Ursprung aller Zeichen. Wird auch in gewissem Sinne beginnt man jeden Buchstaben zu schreiben, indem man eine J ansetzt. Oben beginnt am oberen Ende der Zeile sozusagen, kommt quasi von oberhalb der Zeile und geht wie ein Tropfen Wasser, der vom Himmel fällt, oder auch wie eine Feuerflamme, die sich niedersenkt, in Richtung diese Ebene, ja, diese Zeile, auf der geschrieben wird. Und ja, diese Form, die das J hat, eben wie ein Tropfen, wird dann einerseits als ein Tropfen Wasser, aber auch als ein Tropfen Samen, eben der Himmel, der das Irdische befruchtet, mit diesem Ursprung aller Zeichen, aller Schrift, des Wortes hier in seiner manifesten Form. Es kann aber eben auch als eine Art Feuerflamme gedeutet werden und auch Assoziationen zum Beispiel mit einer Träne sind immer mal wieder anzutreffen, sei es im Sinne einer Träne der Freude, sei es im Sinne einer Träne des Leides, des Weinens, über dieses Hinabsteigen, aber vielleicht auch die Freude, bis ins Tiefste mitgegangen zu sein. Jedenfalls ist dieses J schon von der Form her etwas Besonderes. Bei den anderen Zeichen sind wir jetzt sehr wenig auf die Form eingegangen und das werden wir auch in dieser kurzen Einführung nicht viel weiter tun können, müssen für diese Zwecke zunächst. Aber dieses J als der Ursprung der Zeichen sollte zumindest mal kurz angesprochen sein. Und vielleicht können wir hier auch noch mal einen Blick zurück zum Aleph, zum ersten Buchstaben, zum ersten Zeichen werfen, was die Besonderheit hat. Und das kann dann auch gleich zum Namen Gottes mit den vier Buchstaben überleiten. Dieses Aleph hat die Besonderheit, dass es in seiner Gestalt, je nach Interpretation, ich folge da jetzt einer, denke ich, weit verbreiteten, vermutlich der weit verbreitetsten. Demnach besteht dieses Aleph aus einem Waff, das einen Raum in zwei Hälften teilt, also einer 6, der Mensch, der Verbindende, das Verbindende, der Haken, der Nagel, der die zwei Seiten einerseits in diesem Fall trennt, aber eben auch verbindet. Und jeweils in den beiden Hälften befindet sich dann eine J. Man könnte sagen, einmal rechts oben, einmal links unten. Oder die himmlische J
und die irdische J. Und ich weiß nicht, ob man sich die Form jetzt so weit vorstellen kann. Es ist eben dieses Waff, dann hier ein J, hier ein J. Es gibt auch andere Schreibweisen dieses Buchstabens, dass zum Beispiel die untere J eher ein Dalet ist, aber zum Zwecke der Überleitung zum Gottesnamen ist es sehr schön, jetzt diese Form zu wählen. Da haben wir dann also eine J rechts oben, die himmlische, und eine J links unten, die irdische, und die Waff dazwischen, die sechs, der Mensch, der Himmel und Erde verbindet, wie wir schon gesagt haben. Und die J oben hat den Zahlenwert 10, die J unten hat den Zahlenwert 10. Das sind also 20 plus die 6 des Menschen, haben wir 26. Und diese 26 ist eben auch der Zahlenwert des Namens Gottes mit den vier Buchstaben, dieses Tetragrammatons. Dieses J, W, 10, 5, 6, 5. Und da sieht man schon, der Unterschied zu der Zusammensetzung des Aleph, dieses Ursprungszeichens, ist eben bei der J, He, Waw, He, ist statt einer zweiten J eine Doppelheit von Hes, die allerdings eben nicht direkt nebeneinander stehen, sondern von diesem Waff getrennt sind oder eben verbunden sind. Das wird dann so erklärt oder erhellt, dass man sagt, diese zwei Js vom Anfang von der Aleph sind hier, wie wir es erleben, als die Menschen, die in der Zeit das Ewige wahrnehmen. Denn J-He, Wav-He ist ja der und das Ewige. Wenn man versucht, dieses Wort, so schwer es auch ist, irgendwie zu übersetzen, könnte zumindest der Ewige eine einigermaßen treffende Annäherung sein. Es ist vom Wort für das Sein schlichtweg abgeleitet. Es hat zwar eine weibliche Endung, das He hat aber mit dem J am Anfang eine männliche dritte Person Singular, ein Präfix. Und der Stamm ist das Haya oder Lichi-J im modernen Ivrit, wird der Infinitiv, glaube ich, so genannt. Jedenfalls gibt es ja auch die bekannte Stelle, wo auf die Frage von Mose ihm geantwortet wird, wie er denn von Gott sprechen soll, wie er ihn nennen soll, diesen Gott der Hebräer, den Gott Israels. Und die Antwort ist: Ehyeh asher ehyeh. Ich bin der, welcher ich bin. Ich werde sein, der, welcher ich sein werde. Diese beiden Bedeutungen stecken sozusagen gleichermaßen darin. Es gibt eben auch eigentlich keine grammatische Zeit im biblischen Hebräisch. Es gibt zwar eine Unterscheidung der Verbalformen in eine imperfektive und eine perfektive Form, wie es dann die heutigen Grammatiker nennen, aber das wurde nur nachträglich dann zu einer Art Gegenwart- und Vergangenheitsform umgedeutet, kann man sagen. Ursprünglich hat es eben was mit dem Unabgeschlossenen, dem Imperfekten und dem Abgeschlossenen, dem Vollendeten, dem Perfekten zu tun und betrifft alle grammatischen Zeiten gleichermaßen, denn es war schon einmal angesprochen in einem anderen Monolog, es gibt kein Vorher und kein Nachher in der Tora. Das ist ein Talmud-Zitat. Zwar kann man es dem Kontext nach auch sehr viel platter lesen, in auch die tiefer gehenden Kommentare dazu. Ich berufe mich hier vor allem auf Friedrich Weinreb und seine Epigonen, nenne ich es mal, sagen ganz klar, damit ist wirklich gemeint, es gibt schlichtweg keine Zeitlichkeit in diesem linearen Sinne, wie wir es aus unserer Welt kennen, wenn wir die Bibel und ihre Geschichten betrachten. Insbesondere die Tora, aber man kann es durchaus auch auf alles darauf aufbauende bis hin zum Neuen Testament beziehen. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Jedenfalls dieses, es gibt kein Vorher, kein Nachher in der Tora, hat eben dann auch zur Folge, dass das Sein des Gottesnamens, dass der Gottesname, der das Sein ausdrückt, in jeder Zeit ist. Er ist das umfassende Sein, das Gewesene, das Jetzt Seiende, das Kommende und damit eben nicht einfach nur das Seiende, wie es die Philosophen sagen, sondern das Sein selbst, das,
woraus sich alles Seiende, die Schöpfung, eben speist. Aber wir treffen schon wieder viel zu weit ab in die, ich will fast sagen, Theologie oder Philosophie. Deswegen zurück zum doch sehr plastischen, konkreten Wort und den Zeichen, aus denen das Wort sich zusammensetzt, wie es in der Schrift uns gegeben ist. Da sind wir also bei dieser anderen Aufteilung des Zahlenwertes 26, einmal in der Aleph und dann eben die andere Aufteilung in der Yod Hey Vav Hey im Gottesnamen, der vermutlich auch der häufigste Gottesname im gesamten Alten Testament sein dürfte. Meist dann als der Herr übersetzt, oft mit Großbuchstaben geschrieben, aber es ist nicht verkehrt, immer zu wissen, an welcher Stelle eben nicht einfach nur der Herr steht, Adon auf Hebräisch, sondern eben Yod Hey Vav Hey. Und diese andere Aufteilung, das aus der 10, 6, 10 der Aleph, also der 10 und der 10, der 10 oben und der 10 unten, der Hand oben und der Hand unten. Man könnte auch sagen, wie diese Bewegung des Magiers in mancher, zum Beispiel auf der Tarotkarte, die meist auch den Zahlenwert Aleph trägt, der Magier oder der Gaukler oder so ähnlich, wie oben, so unten. Aber wir wollen hier nicht in andere Traditionen abschweifen, die zwar auch ihre Tiefen haben, aber bei der unermesslichen Tiefe, die schon die hebräische Überlieferung bietet, würde auch das wieder viel zu weit führen, wenn hier jetzt auch noch die anderen Trampelpfade, die letztlich natürlich alle auf dasselbe Ziel hinführen, anzusprechen. Diese Aleph, die 10 oben und die 10 unten, zeigt sich nun also in den vier Buchstaben Gottesnamen als eine 10. Und da sagen wir jetzt mal, das ist auch weiterhin die 10 oben. Was dann aber folgt, ist die Aufsplitterung der unteren 10. In gewissem Sinne bleibt die eine Hälfte, die erste 5, die erste He, oben bei der himmlischen 10. Yod He, das ist die erste Hälfte des Namens, das Ja. Yod He, was auch oft wie in Halleluja zum Beispiel als Gottesname, sozusagen eine Kurzform, könnte man sagen. Aber es hat eben seine Bedeutung, wenn gerade nur diese erste Hälfte irgendwo steht. Und das ist also die himmlische Seite des Ewigen, die auch himmlisch bleibt. Die irdische Seite, die Vav, He, ist dann die andere Hälfte der 10, die zweite He, die durch das Vav, also durch den Menschen, rückverbunden wird an die himmlische Hälfte des Namens. Und so ergibt sich erst die Ganzheit aus diesen vier Buchstaben. Die 10, 5 und 5. Man könnte auch sagen, die 10 des Himmlischen, die vollkommene 1 auf der höheren Ebene, ist gleich hier für uns auf Erden die 5, die eine Hälfte, das Kind im Himmel. Wir haben ja schon gesagt, die 5 steht auch für das Kind, das Fruchtprinzip. Und das Waff, die 6, die andere 5, das andere Kind, das irdische Kind, der irdische Zwilling des himmlischen Sohnes. Und die Waff ist eben der Mensch, das Verbindungsglied zwischen den beiden. Und wer mehr zu diesen Thematiken hören oder lesen will, der findet eine wunderbare Einführung in einem der wichtigsten Schriften von Friedrich Weinreb, sein Andenken zum Segen, und zwar Schöpfung im Wort, die modernste Auflage. Eine ältere, ich glaube etwas gekürzte deutsche Übersetzung ist unter dem Namen Der göttliche Bauplan der Welt erschienen, schon so in den 70ern vermute ich. Originalsprache dieses Buches ist das Holländische, sowas wie The Bible as Schepping. Ich kann es natürlich nicht richtig aussprechen. Jedenfalls, dort wird sehr ausführlich vieles Grundlegende, was die Zahlen angeht, behandelt und eben auch die 26 des Gottesnamens und die innere Gliederung dieser 26.
Und ein Beispiel greife ich hier vielleicht noch mal heraus, um möglichst die Tiefe auch der schriftlichen Tora einmal anzudeuten. Und das ist, dass Mose, also der Mensch und seine Generation, die Generation, in der die Tora der Menschheit gegeben wird, in diesem biblischen Weg, die 26. Generation von Adam an ist. Also Adam, der Erste, Moshe und sein Bruder Aaron und viele andere zu seiner Zeit, die 26. Generation. Und man kann sagen, dort ist dann der Ewige vollständig als seine eigene Tora, als sein Wort hinabgestiegen in die Schöpfung. Bitte das jetzt auch nicht allzu historisch sehen, dass das irgendwann vor 2000, 3000, also ja, eher vor 3300 bis 3500 Jahren oder sowas gewesen sein könnte, mag sein. Das ist hier nicht wirklich wichtig. Wichtig ist, dass all das in jedem Menschen, in jeder Seele, in jedem Moment, an jedem Ort, beziehungsweise eben an dem inneren Ort, immer vonstatten geht. Und der biblische Narrativ von Adam beginnend findet dort eben zu einer Art vorläufigen Finale, wo also die Tora, die Weisung Gottes als der Baum des Lebens dem Menschen wieder unmittelbar geschenkt ist, nachdem es bei Adam vor seinem Weiterzeugen von Nachfahrenschaft verloren worden ist, dieser Baum des Lebens, der Zugriff auf diesen Baum des Lebens. Aber interessant wird es, wenn man sieht, dass auch die Einteilung in die 10, 5, 6, 5 ganz deutlich festzustellen ist. Die ersten 10 Generationen enden, das weiß wahrscheinlich jeder, der das Neue Testament einigermaßen gut kennt, enden mit Noah, Noach, der die Arche baut. Das wird Noach stellt eben auch diesen Punkt dar in der Geschichte der Bibel, des Genesis-Buches in erster Linie, also der Tora überhaupt, aber eben noch im ersten Buch dieser fünf, vielleicht hier auch wieder kurz der Bezug zu fünf als der Zahl des Kindes, des Sohnes und das was ist zum Beispiel auch der Sohn Gottes im Sinne Jeschua des Neuen Testaments zu verstehen, als die lebendige Tora, als diese Fünfheit Fleisch geworden, Botschaft sein. Die 10. Generation mit Noach, die Sintflut, das Sintflutzeitalter. Dort geschieht also ein Dimensional Shift, wenn man es mit einem neudeutschen Wort nennen will. Ein wirklicher Bruch in der bisherigen Art des Zeiterlebens, die Überflutung mit dem Zeiterleben, dem Wasser eben. Und von da an ist eine völlig andere Welt. Die Lebensalter der Menschen, wie sie in der Bibel genannt werden, ändern sich ganz drastisch, halbieren sich ungefähr. Und ja, dass ein Großteil der bisherigen Schöpfung sozusagen vernichtet wird, ist natürlich ein besonders dramatischer Aspekt dieser Verwandlung und dieses Wechsels der Phase oder dieses Übergangs in eine zweite Schicht. Und da ist dann der Übergang von der 10 in die 5, in die erste 5 des Gottesnamens. Also nach den 10 Generationen von Adam bis Noach kommen dann 5 Generationen von der Sintflut an bis und das ist dann auch interessant, da ist wieder ein entscheidendes Ereignis, nämlich der Turmbau zu Babel. Das wird dann genannt, die sogenannte Haslaga, vom Wort Peleg abgeleitet. Auch der Name Peleg taucht dort auf als derjenige, der eben an dieser Stelle geboren wird. Und er ist also der 15. Von Adam an. Und es wird auch gesagt an der Stelle in Genesis, und er hieß Peleg und ich glaube, er ist einer von zwei Zwillingen und zu seiner Zeit, denn er hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde gespalten wurde oder die geteilt wurde. Und dieses Wort Peleg heißt eben teilen
Und da geschieht eben etwas, wie eben die Spaltung in die vielen Sprachen, in dem mythischen Motiv dieses Turmbaus und den Konsequenzen davon verdeutlicht. Da zersplittert alles. Die Erde ist nicht mehr eine Einheit, zumindest nicht im Erleben des Menschen, der Menschheit, sondern die Menschheit verliert sich völlig in der Zersplitterung und ja, in dem, wie wir es heute kennen, die vielen verschiedenen Sprachen, Völker, Kulturen, Bräuche, sich einander fremd sein, sich einander feindlich gegenübertreten, bekriegen und das schon auf Volksebene, nicht nur im Einzelnen. Das hat ja schon bei Kain und Abel angefangen sozusagen, was ja laut den tiefer gehenden Deutungen so etwas wie der innere Konflikt in jedem Menschen zwischen dem Körper und der Seele ist, oder dem Geistigen und dem Irdischen. Die fünf Generationen, die dann mit Peleg enden, mit dem Turmbau zu Babel, führen dann also oder werden abgelöst von den sechs Generationen, die nun vom Turmbau zu Babel bis zur Akedah, also bis zur Bindung. Im christlichen Bereich wird meist von der Opferung Isaaks gesprochen, aber natürlich wissen wir alle, Isaak wird zumindest dem biblischen Text nach scheinbar nicht wirklich von seinem Vater geopfert. Er wird aber gebunden, er wird gebunden im Bild, im Plastischen, gebunden auf die Hölzer, um dann geschlachtet und als Brandopfer, eigentlich als Aufstiegsopfer wortwörtlich aufzusteigen in Richtung Himmlischen. Und damit ist also Yitzhak, Isaak, der sechste dieser sechs Generationen, also die sechste Generation des dritten Abschnittes. Und der Übergang ist zu Jakob, aus dem dann das Volk Israel entsteht. Jakobs sozusagen neuer Name wird ja dann Israel, nach dem Kampf mit dem Mann, mit dem Engel, wie es dann in der Regel gedeutet wird, am Jabbok-Fluss, Genesis so ungefähr 32, 33, vermute ich. Jedenfalls diese Sechsheit, also das Verbindende, geht also von den Vorfahren der Stammväter hin bis zu demjenigen Stammvater, der dann Israel hervorbringt. Also bis zum zweiten der Erzväter, bis zu Yitzhak, der dann der Vater von Jakob sein wird. Und dann als letztes also die letzten fünf Generationen, um die 26 voll zu machen, den Gottesnamen hier auf Erden hinabzubringen sozusagen. Das sind dann Jakob bzw. Israel, also sein Sohn Levis Sohn Kehat. Nach Kehat kommt Amram, der Vater von Moshe und Aaron und Miriam, nicht zu vergessen. Und daneben diese Generation mit Moshe, Aaron und Miriam, die drei, die sozusagen das Volk Israel durch die Wüste führen. Moshe, der die Tora empfängt, Aaron, der für ihn spricht, und Miriam, die insbesondere den Mythen nach für das Wasser sorgt in der Wüste. Mit Mose also sind die 26 Generationen voll. Ja gut, aber kommen wir zurück zum Aleph-Bet. Die J also, der zehnte Buchstabe, das zehnte Zeichen mit dem Zahlenwert 10, bringt den Übergang zu den Zehnern, zu den zweiziffrigen Zeichen in ihrem Zahlenwert, zweiziffrig. Und darauf folgt dann die Kaf. Und wie wir gesagt haben, die J ist noch die Hand als Potenzial. Die Kaf ist dann eher schon die Handfläche, das Wort Kapaim mit dem Dual-Endung Aim sind dann die beiden Handflächen, die man zum Beispiel beim Opfer oder beim
darbringen, von etwas emporstreckt, also zum Beispiel eine Stelle in, ich glaube, ich vermute mal in allen Gebetsbüchern zum Mincha, also zum Nachmittagsgebet, geht ungefähr Masad kapayim minchat arel hakshvare kol shavi malki et palal. Also da wird gesagt, ich erhebend die Handfläche zum Mincha, zum Tributopfer, zum Beruhigungsopfer, zum Speisopfer wird es in der Bibel meist übersetzt, des Abends, des Übergangs der Zeit, der Dunkelheit, also der Helligkeit in die Dunkelheit. Da wieder mal sehr schwer jetzt eindeutig zu übersetzen, eine ganz platte Übersetzung, nicht falsch, aber eine eher oberflächliche Übersetzung. Natürlich findet sich in jedem Siddur, also in jedem jüdischen Gebetsbuch an entsprechender Stelle. Jedenfalls dieses Kapayim sind eben die Hände, die wirklich etwas tun, etwas geben, aber auch etwas annehmen und einfach das Handeln, also auch das Zeichen Kaf ist eben eine quasi eine greifende Hand und diese Kaf mit dem Zahlenwert 20 ist dann eben auch, und wir haben ja schon angesprochen, dass die Zehner nun sozusagen die Gegenwart der Einer sind. Also die Einer waren der Ursprung, die Vergangenheit, die Urprinzipien, die nun in der Gegenwart sich konkretisieren vielleicht. Und so wie eben dann die Jod, die Yad, die Hand im Sinne von der Hand Gottes, aus der alles, jedes Zeichen sich aufbaut, das der Ursprung eines jeden Zeichens ist, wie das die Konkretisierung der uranfänglichen, aber noch sozusagen undifferenzierten Einheit der Aleph ist, dieses stummen Lautes, der eigentlich nur mit dem Klang und der Farbe eines mitschwingenden Vokals überhaupt hörbar wird. Diese J, also die Konkretisierung der uranfänglichen Einheit, nun die Kaf, die 20, die Konkretisierung dieser uranfänglichen Zweiheit, die eben sofort mitkommt, als die Bet, das eigentlich erste wirklich erklingende, erschallende, ertönende im Universum des Exils der 22 Jahre, der 22 Zeichen. Und so wie diese Bet das Haus der Welt als Grundprinzip verkörpert, ist nun die Kaf, die 20, das Handeln, das tatsächlich zupackende, greifende Handeln, ergreifende und auch begreifende Handeln, insbesondere des Menschen, aber allgemein des Geschöpften in diesem Haus der Welt, in dieser Welt. Von der Kaf machen wir direkt den Übergang zu Lamed, denn wenn erstmal das Handeln beginnt, beginnt etwas ganz Spezifisches, nämlich die Bewegung. Bewegung der einzelnen Geschöpfe in dieser Welt. Und die Lamed, also die 30, nun die Dreiheit in ihrer Konkretisierung der Gegenwart, des Gegenwartserlebens. Lamed ist wieder ein wunderschönes Wort mit sehr vielen ganz leicht nachschlagbaren Mehrdeutigkeiten. Kann man einfach im Standard-Lexikon für Bibelhebräisch, Wilhelm Gesenius, nachschlagen. Die Wurzel Lamed, also Lamed Mem Dalet geschrieben und findet da so Sachen wie vielleicht so als sozusagen konkreteste, anfassbarste Grundbedeutung den Ochsenstachel, also den Stecken, mit dem man den Ochsen antreibt. Den Ochsen also quasi einen Hinweis gibt, anweist, lehrt, was er zu tun hat. Und lehren ist daneben auch eine weitere Bedeutung dieser Wurzel. Gleichzeitig aber auch das sozusagen Passive, das Passivum zum Lehren, das Lernen. Also lehren, lernen und antreiben des Ochsen. Und wir wissen, der Ochse, also ein Rind, ein männliches, ein Stier im Ursprung, ist eben das, was sozusagen schon der Ur, die Urkraft der Welt, wo die Weltschöpfung stattfindet. Das war schon erzählt worden zum Thema der Stern, der Tierkreiszeichen, dass diese Welt,
geschaffen ist im Zeichen des Stiers. Und nun in der Konkretisierung ist es also diese 30, der Ochsenstachel, der den Stier wieder und wieder aufs Neue antreibt und diese Urkräfte in Bewegung setzt und in Bewegung hält. Und wo wir hier gerade jetzt bei der 30, als der 3 in der Zehnerebene, der Gegenwartsebene sozusagen, sprechen, vielleicht noch etwas, was gerade zum Thema der Dreiheit und des männlichen Prinzips, was sich darin ausdrückt, etwas illustrierend mir einfällt. Man könnte ja vielleicht sagen, ja gut, 3 Gimmel, das war das Kamel und meinetwegen noch das Entwöhnen, das Spenden, das Geben, das Heimzahlen, Vergelten. Aber was hat das jetzt besonders mit dem männlichen Prinzip zu tun? Natürlich, ich kann zu den allerwenigsten dieser Zuordnung wirkliche Begründungen geben. Und auch das, was ich jetzt anzubieten habe, ist wahrscheinlich keine Begründung, aber einfach eine kleine Wunderlichkeit. Mancher wird darüber staunen, mancher wird es vielleicht auch überhaupt nicht beeindrucken. Aber es ist so, dass die Zahlenwerte von Zeichen, die ich bisher jetzt hier genannt habe, nur die ganz oberste Ebene von den Zahlentiefen der Zeichen darstellen. Die Aleph hat zwar den Zahlenwert 1, sie hat aber auch den vollen Wert 111, denn Aleph wird eben geschrieben mit den Buchstaben Aleph, Lamed und P, und diese drei haben jeweils spezifische Zahlenwerte, nämlich die Aleph, die 1, die Lamed, die 30 und die P, die 80, das ist zusammen 111. Und wir sehen also, das ist der volle Wert dieser Aleph, der 1, ist dann die 1 auf allen drei Ebenen, auf der Ebene der 1er, der 10er und der 100er. Das ist nicht bei jedem Zeichen so gleich, also nicht die Bet hat jetzt nicht die 222 als vollen Wert, sondern je nachdem, wie man die Bet schreibt, gelegentlich gibt es da mehrere Möglichkeiten. Also die Bet in der Regel wird mit einem J noch in der Mitte geschrieben, sodass dann die 412 als der volle Wert rauskommt. Dann kann man aber auch immer noch den verborgenen Wert angeben, der sich daraus ergibt, wenn man den vollen Wert minus dem äußeren Wert rechnet. Also im Falle der Bet wäre das dann zum Beispiel die 410. Also die 2, die Bet, der äußere Wert des Zeichens, wird abgezogen vom verborgenen Wert, vom vollen Wert. Und dann bleibt eben der verborgene Wert, der nämlich im ganzen Namen dieser Bet drinsteckt. Aber kommen wir jetzt zum Gimel und stellen da noch eine weitere Variante von Zahlenwerten vor, nämlich den, ich weiß nicht, was da der beste Begriff für ist, sagen wir mal der ganz große Wert oder einfach der große Wert eines Zeichens. Das ist dann bei der Gimel nicht einfach nur die Gimel plus die Mem plus die Lamed, mit der es geschrieben wird. Das wäre erst einmal nur die 73. Sondern das ist dann Gimel als Gimel, Mem, Lamed verstanden und zusammengerechnet. Dann die Mem als aus Mem und noch einer Mem zusammengesetzt und dann die Lamed, aus einer Mem und einer Dalet zusammengesetzt. Und dann ergibt sich ein Zahlenwert, das kann jetzt jeder selber nachrechnen, wer es möchte, nicht besonders schwer, der Zahlenwert 227. Und wie es der Zufall so will, oder wie auch immer man es gerne nennen möchte, ist 227 auch der Zahlenwort des Wortes für männlich, Zachar oder Secher, die Erinnerung ja auch, wie schon angemerkt. Und so steckt also tatsächlich auch das Männliche ziemlich direkt in diesem Namen des Zeichens Gimel und dessen verschiedenen Zahlen. Diese Tatsache kommt laut Weinrieb zum Beispiel in einer Anekdote der Überlieferung vor, wo dem, sagen wir mal ganz grob, Todesengel Samael zugesprochen wird oder ihm die Charakterisierung gegeben wird,
Er reite auf einem großen Kamel. Und damit sei dann eben gemeint, dieses Gimel, das Kamel, in seiner großen Zahlenberechnung, sodass also diese 227 rauskommt, auf der reitet Samael. Und das wäre dann eben dieses männliche Prinzip, Sachar, dass er sich sozusagen zum Vehikel macht. Spielt es darauf an, dass das Weibliche eine dominierende Rolle über das Männliche, das Äußerliche eine dominierende Rolle über das Innerliche sich anmaßt. Das ist sozusagen der Geist dieses mythischen Bildes des schlangenhaften Samael, der auf einem großen Kamel reitet. Aber das nur am Rande hat nicht allzu sehr mit dem Alphabet jetzt zu tun. Die Lamed also. Das Lehren und Lernen, das Antreiben, das in Bewegung setzen der Welt, des Stieres, der Urkräfte dieser Welt überhaupt. Dann kommen wir zu Mem, zu der wir schon einiges gesagt haben. Genauso zur Nun wurde schon manches gesagt. Deswegen können wir diese beiden vielleicht hier abkürzen und nur noch einmal wiederholen, dass die Mem eben die 40 ist, die Maim, Maim, das Wasser, Maim, ganz eng beieinander, in manchen Versionen sogar gleich geschrieben, also nicht immer wird Mem als Zeichen nur mit Mem, Mem geschrieben, sondern gelegentlich auch mit einem J dazwischen und genauso wird eben Wasser, Maim, geschrieben. Das Wasser, die Mem, die 40, alles zusammenhängende Konzepte. Das Zeichen wurde wohl auch in der piktografischen Variante als eine Art Wellenbewegung geschrieben, aus der dann das M in zum Beispiel der lateinischen Schrift sich auch entwickeln konnte. Die Stelle im Alphabet, die dieses Mem einnimmt, ist ja die 13. Das hatten wir also schon. Die 13, die den Zyklus der 12, zum Beispiel der 12 Monate, durchspricht. Wobei vielleicht zu diesem Bild der Zeit, des Kalenders, der Monate und der 13 als dem Durchbruch durch diesen Kreislauf, den ewigen Kreis des Zeitlichen. Dazu könnte man noch sagen, dass ja dasselbe eigentlich schon im etwas kleineren Kreislauf einer Woche und dem Bezug zum Mondzyklus stattfindet. Denn ein Mondzyklus sind nicht genau 4 Wochen, sondern es sind ja, ungefähr 29,5 Tage, also 1,5 Tage mehr pro Monat als 4 Wochen. Das heißt, man könnte sagen, in jeder Woche ist schon das Viertel einer 1,5 Tageszeit, also ungefähr knapp 0,4, sagen wir vielleicht 0,39 Tage, sind eigentlich noch jeder Woche zuzurechnen, damit ein Monat aus 4 Zyklen besteht. Das heißt also, eine Art Achtertag blickt auch hier immer schon um die Ecke und macht uns einen Strich durch die Rechnung, dass wir nicht einfach sagen können, ja, ein Monat, ein Mondzyklus, das sind genau 4 Wochen, immer 28 Tage, also 28 Sonnen, Umläufe, Aufgang und Niedergang. Und wieder ein kleines Beispiel, wie das ewige uns einfach nicht unseren schönen Kreis vollenden lässt hier auf Erden. Und auch wenn wir hier ein bisschen abschweifen, aber es bietet sich gerade so schön an, der Kreis, beziehungsweise ein Wort für den Kreis, ist das Wort Igul mit Ein geschrieben, Ein Gimel Lamed und genau gleich geschrieben, anders ausgesprochen, dann Aigel ist das Kalb. Und genau dieses Wort wird verwendet, als im Rahmen der Vergabe der Tora, als Moshe seine 40 Tage, die ersten 40 Tage auf dem Berg ist, um die Tora, die ersten steinernen Tafeln zu empfangen. Da passiert dieses Geschehen mit dem goldenen Kalb. Und was es also im Endeffekt ist, in der Überlieferung wird es dann auch noch spezifiziert, also näher ausgeführt, dass es gerade der Satan ist, der da erscheint nach 40 Tagen und dem Volk vorrechnet. Der Satan ist der Engel, der zu viel rechnet. Und rechnen und denken sind dem Stamm nach auch wiederum dasselbe Wort im Hebräischen.
dieser zu viel denkende, zu viel rechnende Engel also steckt das Volk Israel an mit seiner Rechnerei und zeigt ihm ganz korrekt, logisch, rational, Moshe hatte doch gesagt, 40 Tage und 40 Nächte und dann ist er wieder hier. Aber das wäre doch jetzt schon, er ist aber noch nicht wieder hier. Also, alles, was er sagt, kann man nicht vertrauen, weil wenn das schon nicht stimmt, dann kann das andere ja auch falsch sein. Also kümmert euch mal lieber selbst um euer Heil und um eure Erlösung und um euren Weg hier durch die Wüste. Ihr braucht einen Führer. Macht euch einen Führer. Und dieses, was sie dann sich selber machen, ist eben das Kalb, das goldene Kalb und die Überlieferung, zumindest laut Weinrieb, deutet es dann auch sehr klar als die Suche nach dem sich schließenden Kreis. Das hier schon Fertige, das Abgeschlossene, das völlig Runde, das keine Ecken und Kanten mehr als irritierende Störfaktoren zulässt, das geschlossene Weltbild, das einfach nur alles ausklammert, was nicht reinpasst, und da drin kann man sich wohlfühlen. Das ist eigentlich das Urprinzip jedes Götzendienstes, denn wo fängt Götzendienst an? Da, wo man die gegossenen und geschnitzten, also erstarrten Bilder in seinen eigenen Gedanken, in der Seele zementiert, festmeißelt und sich von denen beherrschen lässt. Und deswegen also der Bezug des Kreises und des zum Kalb und des Kalbes zum Kreis und zum Denken des Satans, zum Rechnen wollen. Demgegenüber der achte Tag, der Durchbruch durch die Siebenheit, die 50, der Durchbruch durch die erfüllte Siebenheit und eben auch die 13, der Durchbruch durch die Zwölfheit des Jahresrundes. Wir werden noch immer wieder auf solche Durchbruchsmomente stoßen, so Gott schenkt. Waren bei der Mem, kommen jetzt zur Nun, auch zu der hatten wir schon einiges gesagt, der Form eines Fisches in der piktografischen Variante, aber auch eines Samens, also der Bezug zur Nefesh wurde schon angesprochen, ein wenig dazu erzählt, dem Verhältnis der Nefesh zur Neshama, das führt uns überhaupt zur Konstitution des Menschen, mit dem Männlichen, dem Weiblichen, dem Irdischen, dem Himmlischen, aber in einem anderen Monolog wurde darauf schon manches verwandt, manches Bild der Bibel, was uns dort sehr präzise geliefert wird, gerade im zweiten Schöpfungsbericht. Deswegen sei das hier nicht weiter ausgeführt. Von der Nun, dieser 50, gehen wir nun zu Samech, der 60, über. Und dieses Samech ist, so seltsam es klingt, die Wasserschlange. Also nachdem erst die 50, gerade diese schöne 50 als der Durchbruch durch die Welt der Siebenheit, ein Fisch, von einem Fisch symbolisiert ist, taucht plötzlich die Wasserschlange auf. Also die Schlange, auch die Schlange vom Anfang, die für den Fall sorgt und nun eben die Schlange in der Zeit. Man kann ja sagen, damals im Gan Eden, im Garten Eden, also in dem Umhegten der Wonne, in dem Umhegten der reinen Freude und Lust, so könnte man Eden, Ein Dalet Nun geschrieben, durchaus übersetzen. Dort herrscht ja eigentlich noch keine Zeit. Die Zeit ist erst das, worein die Menschheit fällt, wo dann auch die Generationen beginnen, die Zersplitterung, die Entwicklung, eben auch die 26 Generationen ihren Anfang nehmen, die dann bei Mose mit der Vergabe der Tora durch den Ewigen ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Diese Schlange vom Anfang in der Zeitlosigkeit, die dort für den Fall in die Zeit hinein sorgt, sagen wir jetzt einmal. Die taucht nun als die 60 wiederum auf, konkret als die Schlange im Wasser, also in der Zeitlichkeit, in der Zeit fällt. Und hier finden wir wieder wunderbar diesen Bezug, die Konkretisierung der Grundprinzipien in den Zehnern. Die 6 am Anfang, der 6. Tag, wo die Schlange auftritt, für den Fall des Menschen sorgt,
der ja sehr eng mit dieser Sechsheit verknüpft ist in seinem Ursprung. Und dann die 60 in der Gegenwart, die konkretisierte Sechsheit als diese Schlange, auch hier in der Zeitwelt, im Wasser der Zeit. Aber, so wie auch die 6 am Anfang, nicht einfach nur der böse sechste Tag, wo man fällt und wo der Mensch versagt und dann geht alles nur noch den Bach runter, auch wenn es ja tatsächlich so ist, den Bach hinunter, entlang dem Fließen des Wassers folgen müssend. Trotzdem hat die 6 eben auch dieses Verbindende von Himmel und Erde. Und gerade eben der vollständige Mensch, das sei vielleicht noch betont, dieser Mensch ist ja schließlich noch die Einheit aus Innerlichem und Äußerlichem, wo kein Widerspruch besteht, das ganze Wesen. Adam, dieses Wort Adam, kann man noch viel zu sagen, heißt ja auch so viel wie ich gleiche, Anidome. Würde jetzt zu weit führen, das grammatisch zu erklären, aber das ist ganz klar, kann man überhaupt nicht abstreiten, dass eine Aleph vor einen Stamm gesetzt, die erste Person Singular, in der imperfektiven Form, also in der sich immer weiter vollziehenden, nicht abgeschlossenen Nuance des Begriffs bedeutet, die es anzeigt. Und Dam ist einerseits das Blut, andererseits Dome, das Gleichen, Duma, das Schweigen. Und all das steckt eben da drin. Also Adam ist einerseits ich gleiche, aber auch ich schweige. Auch ich blute. Auch ich bin rot, könnte man sagen, weil Edom dann wiederum rot ist. Die Adama, die rötliche Erde, ist natürlich davon abgeleitet, dass man sagen kann, die historische Erklärung ist jetzt nicht völlig falsch. Es ist nur vielleicht falsch rumgedacht. Wenn man sagt, Adam wird der Mensch genannt, weil man denkt, er sei von der rötlichen Erde, der Adama, genommen. Aber Adam und Adama, Mensch und Erde, sind natürlich ganz eindeutig sehr, sehr, sehr eng miteinander verwandt. Das eine ohne das andere kann sozusagen nicht existieren. Der Sinn ist, dass beide zwei Seiten derselben Sache sind. Gewissermaßen männlich und weiblich, nur auf einer anderen Ebene. Denn Adam ist die männliche Form von Adama oder umgekehrt Adama die weibliche Form von Adam. Jedenfalls dieser Adam im Ursprung, der Adam Kadmon, das ist eben der männlich-weibliche, der Ganze. Und darauf sei kurz verwiesen, das Wort Sachar und Kava, männlich und weiblich, also dieses Begriffspaar, hat den Zahlenwert, also alle der Zeichen darin zusammengezählt, den Zahlenwert 390, denselben Zahlenwert hat das Wort Shomaim, Himmel, die Himmel, hat auch das Wort Shemen, das Salböl, mit dem der Messias gesalbt wird. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, was vorhin noch nicht angesprochen wurde, als wir von der Achtheit geredet haben, die mit dem Messias, mit dem achten Tag, mit der Auferstehung und so weiter verknüpft ist. Dieses Schemen, das Salböl, was ja eben den Gesalbten erst als solchen erkenntlich macht oder dazu macht. Dieses Schemen ist ja auch die Wurzel des Wortes für die Zahl 8, Schmona. Also Salböl und 8 von derselben Wurzel. Es gibt also wirklich keinen Zweifel daran, dass der Messias ganz klar mit dieser Zahl 8 assoziiert ist. Und da, wo der Mensch Sachar und Kava ist, männlich und weiblich, innerlich und äußerlich, da teilt er sich den Zahlenwert mit den Himmeln und mit diesem Salböl. In das Salböl, mit dem Salböl gesalbt zu sein, entspricht also so etwas wie mit dem Himmel bekleidet zu sein. Sich mit dem Himmel bekleidet zu fühlen, das zu erleben. Das vielleicht eine von vielen schönen Umschreibungen für das Gefühl des Erlöstseins. Kommen wir zurück zur Samech, denn es sollte ja darauf hingewiesen werden, dass so wie die 6 im Ursprung, in den Einern,
beide Seiten hat. Einerseits diesen vollkommenen Menschen als das Verbindungsglied von Himmel und Erde, von oben und unten, von Gott und Schöpfung. So eben auch den sechsten Tag mit dem Fall, die Schlange, dann Ägypten als der sechste Tag auf der irdischen Ebene noch einmal, als die Knechtschaft, aus der man dann erst befreit werden muss, um in den siebten Tag hinein, in den Sabbat hinein erlöst zu werden. Der aber wiederum auch nur der Übergang in den großen Sabbat, den wahren, ewigen Sabbat ist, nämlich diesen achten Tag der Ewigkeit. So wie diese sechs schon im Ursprung eine Doppelwertigkeit in sich trägt und in sich bergen muss, so hat es auch diese 60, die zwar auf den ersten Blick noch die Schlange ist, die Schlange hier in der Zeit, die Wasserschlange, aber das Wort Samech, dieser Stamm, diese Wurzel, bedeutet auch unterstützen, stützen. Somech, Somech Anoflim, das ist eine ganz wichtige, häufig verwendete Bezeichnung, Charakterisierung für Gott, für den Ewigen, der Stützer der Fallenden, der die Fallenden Stützende. Und oft wird dann auch darauf hingewiesen, dass gerade in dieser Reihenfolge, wie es gesagt wird, Saumech, Hanauflim, dass Samech, die 60, vor der Nun von den Noflim, von den Fallenden steht. Also trotzdem der Reihenfolge im Alphabet nach die 50 vor der 60, das Nun, und in diesem Sinne, in diesem Beispiel, das Nun für das Fallen stehend, der Fall kommt vor der 60, vor dem Gestütztwerden. Trotzdem, bei Gott wird sozusagen diese Ausnahme gemacht und ist einfach umgedreht. Da ist dann das Stützen, das Gestütztwerden vor dem Fall schon da. Die Heilung ist schon da vor der Krankheit, wie es auch an anderer Stelle heißt. Unter anderem in dem sogenannten Ashrei, was dann in den Morgen- und Nachmittagsgebeten jeden Tag vorkommt. Das ist im Wesentlichen der 145. Psalm, der im Großen und Ganzen daraus besteht, dass jeder Vers mit einem Buchstaben des Alphabets beginnt. Also es fängt an mit Aromimcha, also ich erhebe dich, dann Bechol Yom Tamid und so weiter, an jedem Tag beständig bin ich dich am Preisen. Dann Gadol Adonai Umehilai Me'od, groß ist der Ewige und gelobt wird er sehr. Und so geht es immer weiter, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, jeder Vers fängt also mit einem, mit dem darauf folgenden Buchstaben in der Reihenfolge des Aleph, Bets an, bis dann dieser Vers, also bis der Vers mit der Mem gekommen ist und danach man erwarten würde, jetzt kommt ein Vers, der mit der Nun anfängt. Den gibt es aber nicht. Der wird sozusagen übersprungen. Stattdessen kommt eben dieser Vers, der mit der Samech anfängt, wo dann aber die Nun als die Noflim, als die Fallenden auftaucht, aber eben erst nachdem schon der Samech genannt wird. Also das heißt dann, Samech Adonai Lechol HaNoflim HaZokef Lechol HaKfifim. Stützender ist der Ewige allen, die fallen, die erste Hälfte. Die Schlange, diese Wasserschlange, die da in der 6 auf der Ebene der Zehner bei der 60 auftaucht, trägt trotz allem, so paradox es uns erscheinen mag, das Stützende in sich. Im nächsten Zeichen, der 70, der Ain, also dieser schöne Laut, der, wenn man es den sephardischen Juden glaubt, eine Art Kehllaut ist, der also unterscheidbar ist von der Aleph. In den aschkenasischen Dialekten wird es üblicherweise als ein und derselbe Laut ausgesprochen und aber in der Schrift eben und dadurch im Prinzip durchaus immer unterschieden. Dieses Ein, wenn ich es versuche auszusprechen, klingt es ungefähr Ein, Ein. Dieses Ein ist also die 70 und das Wort an sich bedeutet als allererstes mal sowas wie Auge. Das Auge ist Ein. Ein, Ein, die Augen meist dann im Dual schon gesprochen. Aber eine Nebenbedeutung von dem Wort für Auge und vielleicht ja sogar eine der ursprünglich konkreteren, wenn man den modernen Wissenschaftler fragt, ist auch Quelle, also ein Wasserloch, aus dem Wasser entspringt. So wie die Augen eben das Wasser
der Tränen produzieren, wie eine Quelle für diese Tränen sind. Und diese Ein ist also den Zahlenwert 70 tragend. Es sei darauf hingewiesen, dass die 70 für die Vielheit steht, wie die Eins, die Aleph, für die Einheit steht, sodass diese beiden Konsonanten, die sozusagen die stummsten von allen 22 sind, die Aleph nur dieses Glottalstopp, die Ein nur dieser Gutturallaut, so schlecht ich es auch nur nachmachen kann, das ist einmal die Eins und einmal die 70. Die 70, also die Vielheit, in einem anderen Monolog zum Thema gekleidet in Licht, ist schon mal etwas erzählt worden zum Verhältnis von dem Wort Licht, Ohr mit Aleph am Anfang und dem Wort für Fell und auch Haut, gleich geschrieben wie Ohr, nur anstatt dem Aleph ein Ein am Anfang. Also anstatt dass wir mit Licht bekleidet sind heute, sind wir nur noch mit der Haut bekleidet, mit dem Fell, wie es damals übersetzt wird, aber eben auch durchaus mit unserer ganz physischen Haut. Auch das Bewusstsein, die Bewusstheit, das Wachsein steckt da drin. Aber was in dem anderen erwähnten Monolog noch nicht angemerkt wurde, auch das Wort für blind steckt da drin. Iwer dann ausgesprochen, aber gleich geschrieben wie das Wort au. Also das Wort für Haut und Fell. Die 70 von Ain, also ganz klar Zeichen der Vielheit. Sinnbild für die Vielheit und das Auge des Menschen neigt eben auch dazu, in dieser Welt der Zweiheit alles in seiner Differenziertheit wahrzunehmen, die Vielheit zu erblicken, die vielen Formen, die vielen Farben, die Bewegungen, eins nach dem anderen, das eine kommt, das andere geht. Aber es gibt eben auch immer noch irgendwo tief in uns das eine Auge, das Auge der Einheit, nennen wir es vielleicht besser. Das eben kein physisches Auge ist, sondern das noch ein Nachschatten ist dessen, was Adam als der ursprüngliche Mensch im Anfang gegeben war, was ihm gegeben war. Dieses Auge, das die ganze Schöpfung, die ganze Zeit und den ganzen Raum als eins einfach erlebt, wahrnimmt. Nicht in den Einzelheiten, die erleben wir jetzt nach und nach, Stück für Stück, zersplittert und zerspalten. Und wie in besagtem Monolog schon ein bisschen ausgeführt, hat das alles auch seine Richtigkeit und seinen tiefen Sinn. Aber dieses Auge für die Einheit ist immer noch da. Und das zeigt sich dann auch in den Buchstaben, in dem Zeichen Ein, wenn wir dessen vollen Wert uns angucken. Ein, 70, J, 10 und nun 50 ergibt also 130. Das ist also die 13 auf einer höheren Ebene. Zu 13 haben wir schon vieles gesagt, vor allem dieser Durchbruch durch die Zwölfheit. Christus als der 13., das Zentrum gegenüber dem Umkreis der 12 Jünger, die sich um ihn versammeln. Aber was noch nicht erwähnt wurde, 13 ist auch ganz bekannt dafür, dass es der Zahlwert des Wortes Echad ist. Eins, Einheit. Aleph, Chet, Dalet geschrieben. Bestandteil des sozusagen grundsätzlichen Glaubensbekenntnisses der Bibel. Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Hashem, Eloheinu, Hashem, Echad. Und dieses Echad, die 1 ist dann eben zusammengesetzt aus 1, 8, 4, 13. Ein anderes Wort mit dem Zahlenwert 13. Ahava, die Liebe. 1, 5, 2, 5. Ein drittes Wort mit dem Zahlenwert 13. Ayev. Die Wurzel für Wörter, die mit dem Feindlichsein, dem Feindsein zu tun haben. Also Aleph, J, Bet geschrieben. 1, 10, 2. Also die Liebe und das Feindlichsein, das Anfeinden, haben denselben Zahlenwert. Solche
Doppelbelegungen von Zahlenwerten mit scheinbar gegensätzlichen Konzepten werden uns noch öfter begegnen, wenn wir uns mit so etwas befassen. Nur ein Beispiel kurz, was sehr drastisch ist. Maschiach, der Messias, und Nachasch, die Schlange, sind beide die 358. Also wieder hier die 58, diese Gnade, die Chen und der Trost, die Noach, in der vierten Wiederkehr, also in den vier, im vierten Hunderter Block, das vierte Mal. Und die vier, Zahl des Weiblichen, Zahl des Weltlichen, gerade unsere irdisch-materielle Welt mit den vier Elementen oder den vier Raumzeitdimensionen, den vier Himmelsrichtungen im mythischeren Bild. Diese vierte Welt ist eben die festeste Welt, und gerade in dieser vierten Welt ist dann die 358, diese Chen, nachdem sie zuvor noch im Ursprung in seichteren Gefilden verweilte, sagen wir mal. Und in dieser festesten Verkörperung von Gnade zeigt sich eben die Doppelwertigkeit von einerseits dem Messias, andererseits der Schlange. Ein Geheimnis, das ich sicherlich nur ansatzweise erahnen kann, aber was vielleicht dazu einlädt, in Zukunft sich vorzunehmen, vorsichtig zu sein mit allzu voreiligen Verurteilungen und Einschätzungen und Bewertungen. Wir waren also bei der Ein mit dem vollen Wert der 130, wo also die 13, die Ein, die Echad, die 70 dann doch wieder transzendiert, die Vielheit doch wieder zurückbringt zur Einheit, nun aber auf der höheren Ebene. Um noch die letzten beiden kurz anzureißen, bevor wir diese Zehnerreihe nun abschließen. Die P nach dem Auge, dem Ein, kommt der Mund, P. Aber P ist nicht nur der Mund, es ist auch der Rand, es ist auch der Befehl, der aus dem Mund kommt. P ist dann eben der Zahlwert 80. Und diese 80 haben wir also wieder die 8 des Ursprungs nun in der Konkretisierung. Also gerade im Mund, also in diesem Werkzeug, wenn wir das so nennen wollen, in diesem Organ des menschlichen Körpers, des menschlichen Leibes, mit dem wir einerseits das Wort sprechen, konkretisiert sich die Achtheit des Ursprungs. Andererseits sprechen wir ja nicht nur mit dem Mund, sondern insbesondere essen wir auch. Wir nehmen auf, wir nehmen teil an der ganzen Mahlzeit, die unser Leben, unser Schicksal uns vorsetzt, die unser Leben ist eigentlich. Und der Mund ist das Tor, womit es eigentlich anfängt. Natürlich, danach kommt ein langer, langer Weg, bis es dann komplett durch uns durchgegangen ist und uns auferbaut in seinen wertvollen Teilen. Und das Nichtverwertbare wird wieder verwandelt, transformiert, abgegeben an die Umwelt. Und wenn wir denn den Weisungen der Tora folgen, geben wir es der Erde zurück in einer Weise, dass selbst dieses für uns als einzelne Menschen wertlose noch Fruchtbarkeit ermöglicht, Dünger für die Erde wird, für den Erdboden. Und dass der Mund erst der allererste Anfang ist, drückt sich dann auch darin aus, dass ein weiterer Buchstabe, ein weiteres Zeichen, das in den Hunderten noch auf uns wartet, auch mit dem Zahn assoziiert ist. Und dieser Zahn der erste Schritt der Zerkleinerung ist, damit wir überhaupt all das Große und Gewaltige, was uns da vorgesetzt wird vom Schicksal, Tag für Tag aufnehmen, letztlich dann verdauen können. Die Verdauung beginnt mit den Zähnen. Und dieses Shin ist dieser Buchstabe, ist dieses Zeichen des Zahnes, taucht dann auch auf den Gebetsriemen, wie es dann oft übersetzt wird, den Tota-Fot auf, die beim Morgengebet oder zumindest tagsüber an den normalen Wochentagen sich umgeknotet werden, an den Kopf, die eine Seite, die andere, das andere, der andere Knoten ist dann auf dem Arm, auf dem linken Arm, seitens des Herzens. Und das
beides knotet sozusagen zusammen, Kopf und Arm, Geist und Herz, auch Denken und Handeln. Und gerade dieses Schienen auf dem Kopf, auf der Stirn, da wo das Auge der Einheit sitzt, sozusagen an der Haarwurzel, dort ist eben das Schienen, denn dort ist das geistige Aufnehmen. Dort tritt alles ein in dieses Tor und muss zerkleinert werden, damit es sich uns eingliedern kann und wir dadurch aufgebaut werden können. Die P, also die 80, führt uns zu Zadel. Zadel bedeutet eigentlich den Haken im Sinne von den Angelhaken, den Fischerhaken. Also dasjenige, mit dem der Fisch, beispielsweise die Nun, die Nefesh des Menschen, das leiblich-seelische des Menschen, aus dieser Welt der Zeitlichkeit herausgefischt wird. Natürlich, der Fisch als solcher hat Angst, weil er muss sterben, wenn er an der Luft ist. Wenn er an den Geist kommt, dann stirbt dieses irdisch-seelische ab. Aber das Innere des Fisches birgt das Geheimnis. Es ist nicht so, dass es irgendwie etwas Wertloses wäre, dieses irdisch-seelische, vermeintlich niedere Seelische im Menschen, sondern das ist es, was eben durch diesen Zadde, durch den Fischhaken aus dem Wasser gefischt wird, so an die Luft des Geistes kommt und dort geöffnet wird vom Koch, von dem, der die Mahlzeit des Schicksals zubereitet und serviert auf dem Tisch. Alles Wörter, die, wenn man ein bisschen sich dann befasst hat, auch relativ deutlich auf diese ganze Schicksals- und Geschicktseins, das Wort für Tisch, Schulchan, kommt vom Wort schicken, Schellach. Und der Koch, der also die Mahlzeit auf den Tisch stellt, nachdem er sie zubereitet hat, ist eben der, der unser aller Schicksal zubereitet in diesem mythischen Bild. Und der ist es also, der den Fisch öffnet. Nicht irgendwelche anderen Menschen können dieses Wunder vollbringen, die irdisch-menschliche Seele einerseits absterben zu lassen, andererseits ihr inneres Geheimnis und ihre Kostbarkeit daraus hervorbringen. Das kann allein der ewige Koch, der unser Schicksal zubereitet. Und diese Zade also bildet dann auch den Stamm für Wörter wie Zadik, Zedaka, Zadik, meist als der Gerechte übersetzt, Zedaka, Wohltätigkeit, Almosen, im Kern aber eigentlich eher sowas wie Gerechtigkeit einfach. Und dennoch trifft all das auch nicht wirklich die beste Übersetzung. Wenn wir denn moderne Wörter benutzen wollen, ist vielleicht sowas wie ein Bewährter, jemand, der sich bewährt hat. Denn ein Tzaddik kann immer nur jemand sein, der geprüft wurde. So wie Christus erst sein Werk vollenden konnte, nachdem er durch alle tiefsten Tiefen gegangen war. Adam im Garten des Urbeginns, im Garten Eden, im Garten der Wonne, konnte noch nicht dieser Tzaddik werden. Auch wenn er sozusagen immer schon dazu berufen ist, für die ganze Schöpfung dieser Angelhaken zu sein. Er als der Vermittler zwischen Himmel und Erde, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Dennoch konnte der ursprüngliche Adam an dieser Stelle der Geschichte sozusagen, weil er sich noch nicht bewährt hat, niemals in Vollendung tun, zu was er berufen ist. So musste er die Prüfung auferlegt bekommen, die dann damit endet, dass er den langen, langen Weg geht. Und dieser lange, lange Weg ist eben die ganze Bibel. Das ganze Leben, die ganze Welt und die Betonung dabei liegt immer auf ganz, heil, vollständig, vollkommen. Da, wo das Volle ankommt, wo man angekommen ist, nicht durch eine Abkürzung, eine Art Trick, sondern wo alles
versammelt ist, wo nichts verloren gegangen ist, nichts verloren gegeben wird, wo einfach die Einheit des Ursprungs nicht einfach nur wieder da ist, sondern wo alle Mannigfaltigkeit, die aus der Zersplitterung und Entfaltung geboren war, immer noch vorhanden ist, aber jetzt wieder eingeordnet in den großen Gesamtzusammenhang des ganzen einen Heilen. Das ist dieses Wunder, wenn am Ende die Zehnerreihe langsam übergeht in die Hunderterreihe, in die Zeichen der Verheißung, die Zeichen der Sehnsucht auch, die Zeichen der Zukunft, die hier in dieser Welt nur bis zu 400 gehen, aber schon vor dem ersten Zeichen haben wir ja gesagt, da ist noch was anderes, etwas, was hier nicht ausgedrückt werden kann, da ist dieses Lamm, das Lamm Gottes, im Ursprung, so zerbrechlich und zart, sich hinopfernd, hingebend, nicht einmal meckernd, nicht einmal sich beschwerend vor seinem Scharfrichter. Und am Ende ist es immer noch da, wieder da, schon da, wie auch immer man es formulieren will, schon da vielleicht, denn es eilt die Erlösung, wie dann auch gesagt wird. Das Wort für den Widder, Ayil, gleichgeschrieben wird auch ein anderes Wort, Ayal, der Hirsch. Und gerade dieser Hirsch ist dann auch mit dem Messias, mit dem Sohn Davids, der hier auch charakterisiert ist, dem Sohn des Geliebten, der Erbauung, denn der Sohn ist ja das Erbaute, das Bauende, des Geliebten, des sich als geliebt Empfindens, von Gott geliebt Empfindens. Das ist dieser Sohn, dieses daraus erbaut sein. Das ist mit der Eile und Schnelligkeit eines Hirsches assoziiert, weil die Erlösung schon da ist, bevor sie überhaupt ersehnt wird. Und so steht am Ende, also Ayal, Ayil, so oder so, die Wurzel davon ist El, der kürzeste Gottesname. Aleph Lamed, 1,30, die 31. Das auch nur so am Rande. Und sogar schenkt bald einiges zu Kuf, Resh, Shin und Tau. Aber für heute Feierabend, Erev Shabbos, nicht zeitlich, einfach so, der Vorabend des Aufhörens, weil alles vollkommen und sehr gut ist. Natürlich wünsche ich Shalom Aleichem, Shalom Aleichem.